Aber ich sehe da einen ziemlich fetten Eisberg. Zu meiner Gegenüber einmal Moneyboy, wie geht's dir? Sorry, mir geht's Gucci. Blow up the Narrow Gang in Building. Wir haben Medikamenten, Manfred, auch am Start. Alles klar bei dir? Yes, sir, alles Gucci. Wir sind hier in Wedding, Turn Up, Shoutout nach Wedding. Blow up the Narrow Gang. Und der Hustensaft-Jüngling zu meiner Linken, wie geht's dir? Yo, Hustensaft-Jüngling hier, mir geht's gut, wie in Flugzeugpassagieren, die nicht abstürzen. Moneyboy ist dein Name, wie heißt du richtig? Mr. Moneyboy, aka Little Young, aka MBZ Pineapple the Fruit Dude. Yo, es ist Moneyboy bei Joyce TV, der Boy der G, sick wie Leukämie. Und ich stecke jetzt mit AIDS diese Hater an und bin am Ballen ähnlich so wie ein Laker, Mann. Check das aus, ich sipp die Coke mit dem Jim Beam Getränk und das Coke ist im Wasser wie ein Swim Team, du Penner. Tschüss. Der Leo L. Abbuhl fragst, wem hast du schon in Würsing eingeschlagen bzw. eingeschallert? Ja, paar Unbekannten. Warum gerade der Würsing? Ja, Würsing, ja, ist so wie, ist der Kopf einfach. Wie wenn man sagt, so, ich schieße dir in deine Wassermelone oder so. Okay. Und so ein paar unbedeutenden Dudes, aber jeder kann eine Bullet in einem Würsing bekommen. Alles klar. Warum spielt das für Sie keine Rolle? Warum darf ich hier nicht einchecken? Sie dürfen nicht filmen. Sie dürfen nicht filmen. Ich darf filmen. Nee, Sie dürfen nicht. Ich darf filmen. Oh ja, wir sind hier im Ritz-Carlton und dürfen nicht einchecken, weil Orangensaft verschüttet wurde. Frag nicht, was für Saft. Einfach Orangensaft. Turn up. Einfach Orangensaft. Frag nicht, was für Saft. Bitte. Einfach. Ich würde Sie bitten jetzt. Nee, was für Saft? Fassen Sie mich an. Orangensaft. Fassen Sie mich nicht an. Das ist nämlich Homo-Shit. Sag mal was. Burr. Der OGP fragt, ich habe bald ein Date mit einem nicest Girl. Hätte Moneyboy ein paar Tipps für mich, wie ich sie beeindrucke? Ja, der soll mir dieses nice Girl mal schicken ins A&O Hostel auf der Hopfenwalder Boxwalder Straße 73. Und dann fick ich die mal durch und schau, ob die gut ist und so. Und dann sage ich so, hey Bitch, und jetzt fick diesen anderen Dude auch. Oder ich spritze nicht in deinen Mund, du Dotti. Was habt ihr da gemacht? Wen habt ihr da getroffen? Und warum gerade dieses Restaurant? Ja, wir waren essen bei Papa Ari, mit Papa Ari. Korrekt. Ja, korrekt. Lasst mal mich lieber diese Frage beantworten, weil wir stehen nicht so drauf, über andere Rapper oder so oder über andere Männer zu reden. Wir finden das nicht so, also wir finden das ein bisschen homomäßig. Und das Gossip, das überlassen wir den Bitches, den Nutten halt, also den Mädchen. Mit Drugs? No, nicht mehr. Nicht mehr? Das heißt, seit wann? Seit vorgestern. Ah, okay. Wie lange möchtest du das durchziehen? Ja, auf jeden Fall bis zum Wochenende jetzt wieder, bis die Shows sind, also bis Freitag. Das Album selber repräsentiert hat Turn Up, Party, Drogen, MDMA, Heroin, Kokain, so Alkohol. Auf jeden Fall, finde ich, bei Partys und so ist auf jeden Fall etwas sehr Nices. Nein. Was natürlich auch den allen Leuten, die Sendung sehen, zu empfehlen ist, halt, wenn die abturnen wollen. Nein. Sorry, nein. Also, was? Nein, gar nicht. Nee, ich meine jetzt partymäßig. Nein. Also, hast du jetzt wirklich gerade gesagt, du kannst es den Leuten draußen empfehlen, wenn sie partymäßig so ein Vollgas geben wollen, zu Drogen zu greifen? Mein lieber Scheu, sicher nicht. Nö. Was? Also das finde ich jetzt gar nicht gut. Aber ich merke schon, du bist jedem sein Ding. Ja, ja, auf jeden Fall. Jedem in Berlin hier so. Nein. Berlin was ist City? Nein, wie? Hallo? Also. Wir sind hier ein Jugendsender. Du kannst doch hier so, nicht im Fernsehen sagen, dass sie das machen sollen. Nee, auf keinen Fall. Das sollen die auf keinen Fall jetzt machen. Auch beim ersten Date? Ich habe nur einen Joke gemacht, auf jeden Fall. Das war nicht witzig. Ja, wie ich jetzt gesagt habe, dass es nicht so zu empfehlen ist, habe ich einen Joke gemacht. Ein weiterer Track, Cashflow mit Spinning 9, über den haben wir eben schon gesprochen. Juicy Gay. Ja, der hätte fast nicht den Cut geschafft fürs Album, weil ich mir nicht so sicher war, weil Juicy Gay, der Name sagt schon, er ist eine Art Homo-Rapper, also ein Rapper mit dem gewissen Flair. Aber der Track ist gut und ist ein guter Musiker und so, man muss das halt in niedrigen Dosen genießen, weil so viel Homo-Rap kann man sich auch nicht gönnen, brutal. Ey yo, check das aus. Gelbe Diamanten sehen aus wie Corona-Bier. Mein Outfit ist sick.
ähnlich wie Corona. Cheer, ja, stimmt, ich bin der beste Rapper der Nation. Und mein Drip geht viral, denn es Tröpfcheninfektion. Covid-19, ich habe nichts mit dieser Krankheit zu tun. Ich habe Swag und bin gegen diese Krankheit immun. Ich bleib cool und ich mache keine Hamsterkäufe. Never dead. Sehe ich aus wie ein Hamster? Mois, ey. Money Boy, der G, ich habe mehr Bars als ein Kneipenviertel. Und ich gehe zu Gucci und ich kopp mir einen nicen Gürtel. Swag.